Hallo Leute und willkommen zum Rückblick für den Monat 12 2001 in meine Spielesammlung, wo ich in alten Zeitschriften gucke, welche Games damals rausgekommen sind und sich heute in meiner Sammlung befinden. Ich spiele diese dann relativ kurz, aber manchmal auch länger an und erzähle euch ein bisschen darüber. Anfangen möchte ich diesen Monat mit Giants Citizen Kabuto für die PlayStation 2. Wie in den letzten Monaten, eine PC-Umsetzung, die technisch doch einiges zu wünschen übrig lässt. Aber ich will gar nicht um den heißen Brei rumreden. Giants für die PS2 ist ein richtig unterhaltsamer Third-Person-Shooter. Die Technik ist nicht der Überhammer, im Gegenteil, aber mich persönlich stört das überhaupt nicht. Eigentlich besteht das Spiel ja aus drei unterschiedlichen Abschnitten, da ich aber ja nur an- und nicht durchspiele, kann ich nur vom Einstieg mit den Macaroons berichten. Oder Macaroons? Macaroons? Ich glaube Macaroons. Und dieser Einstieg ist ein herrlich unkomplizierter Farbenrausch mit sehr bemühtem Humor. Ich bin nicht sicher, ob ich das 2001 noch lustig gefunden hätte, aber auch heute ist es echt nur noch unfreiwillig komisch. Da auch hier, wie schon bei den Wiggles im letzten Monat, das Timing der Sprachausgabe nicht immer hundertprozentig sitzt und so die Rohrkrepierer von Witzen noch schlechter zünden. Weißt du, ich suche einen Freund, der verschwunden ist. Was zur Hölle ist das? Was? Ach, die Dinger! Das sind Wachsfiguren von hängenden Smarties. Die Sea Reaper versuchen uns Angst einzujagen, um uns von unserer Insel zu vertreiben. Was sie nicht wissen, ist, dass wir schon sehr lange hier leben seit... Ahmed! Was? Diese Smarties sind echt! Schon, Kleiner, reiß dich zusammen. Konntest du nicht wissen. Die Pillen, schnell! Ich brauche meine Pillen, Mr. Bass. Ich habe sehr schlechte Nerven, wissen Sie? Ich brauche meine Pillen! Ruhe! Bitte, retten Sie sie. Oh mein Gott, wenn ich nur dran denke. Gestern habe ich sie noch mit Steinen beworfen. Tja, die sehen reichlich mitgenommen aus. Hören Sie, Mr. Bass, ich werde Sie belohnen, wenn Sie sie retten. Bitte schnell! Wie so oft hat das aber auch für mich einen gewissen trashigen Retro-Charme. Weshalb es mich nicht besonders stört. Denn spielerisch geht es nach einem etwas konventionellen Einstieg echt flott ab. Da wollen die kleinen dummen Smarties aufgefangen werden, bevor sie von einer Klippe abstürzen. Mit einer Buschtarnung schleicht man sich an Scharfschützen vorbei. Und ständig gibt es neue Schießprügel und Gadgets von den Smarties als Belohnung. Und auch wenn die Zwischensequenzen kein komödiantisches Highlight darstellen und die Handlung an sich nicht wirklich vertrackt ausgedacht wurde, so sind die vielen Zwischenszenen dennoch eine nette Belohnung zwischen der actionbetonten Ballerei. Da man jederzeit speichern kann, was meines Wissens in der PC-Version nicht ging, hält sich auch der Schwierigkeitsgrad in Grenzen, da man nach jeder größeren Ballerei einfach einen Speicherpunkt anlegt. Ich jedenfalls hatte am Ende noch richtig Lust, weiterzuspielen, um zu sehen, was sich die Entwickler noch für weiteren Schwachsinn ausgedacht haben. Tja, das war wohl etwas heftiger, als wir geplant hatten. Los, kommt schon! Wir müssen nach Überlebenden suchen! Hey, Tagchen, Freunde! Mann, oh Mann! Ich kann gar nicht glauben, dass ich endlich gerettet bin. Hey, nehmt mich mit, Jungs! Moment, nicht aufstehen. Gern geschehen. Wir suchen nach Timmy, Mann. Hast du ihn gesehen? Timmy, das war mein Zellengenosse. Aber dann haben sie ihn verlegt. Er war nett. Hat mir das Singen beigebracht. Gibt ja sonst nichts zu tun, wenn man so Tag und Nacht in der Zelle hockt. Okay, wo ist er jetzt? Ja, Mann. Er hat mir so viele tolle Songs beigebracht. Smarties, vereint euch! Lehrt das fast zu Boden, der Alte? Sei endlich still, Mann! Sonst kriegst du meinen Stock zu spüren! Hä? War das auch ein Song? Ja, das waren so viele! Ah! Du, was soll das? Die müssen ihn zum Folterturm gebracht haben. Das hatte ich befürchtet. Genau, da haben sie meinen singenden Partner hingebracht. Seid nett, Jungs, und bringt ihn zurück. Er sang wie ein Engel. Hier, hier, das müsste helfen. Das ist eine Millennium Gun. Ganz schön groß. Mann, oh Mann, das ist mir noch nie passiert. Dieser Bastard. Hier, Bas. Die nimmst du besser. Wir werden sie brauchen, wenn wir zum Folterturm wollen. Ey, Moment mal. Oh Mann, seht mal, wie groß dieses
Als nächstes zeige ich euch Burnout, den ersten Teil der langlebigen Reihe von Criterion. Ich selbst habe lediglich Teil 2 gespielt und fand ihn damals sehr gelungen. Pfeilschnelle Grafik war damals echt beeindruckend. Die nachfolgenden Teile haben mich zwar immer interessiert, aber ich kam nie dazu, einen weiteren Teil der Burnout-Reihe zu spielen. Vor Jahren legte ich mir dann mal gebraucht den ersten Teil zu, weil mich interessierte, wo und wie die Reihe ihren Anfang genommen hat. Das Einzige, was ich noch aus den Tests von damals wusste, es sollte flimmern ohne Ende. Und meine Güte, flimmert das. Ich kenne ja das typische Flimmern von meinen PS2-Spielen, aber Burnout ist so flimmerig, dass ich teilweise den Verlauf der Strecke nicht richtig identifizieren kann. Also zumindest am Anfang. Man kann sich daran gewöhnen. Aber richtig schön wird es nie. Dabei sind die weitläufigen Strecken durchaus schick hinter der Flimmerei. Aber was die Grafik ist, sie ist schnell. So schnell. Und damit auch das einzige Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels. Denn Burnout 1 ist eine absolut pure Erfahrung, in der alles dem Geschwindigkeitsprinzip untergeordnet wurde. Es gibt nur wenige Strecken, die sind aber dafür ziemlich lang und können in beide Richtungen gefahren werden. Dazu kommt natürlich der normale Straßenverkehr, den es im Geschwindigkeitsrausch auszuweichen gilt. Auch die Fahrzeugauswahl ist sehr klein ausgefallen und bei den Spielmodi gibt es auch nicht viel zu holen, bei denen die Meisterschaft den Kern ausmacht. Hier schaltet man noch ein paar Fahrzeuge frei. Vom Spielumfang würde ich sagen, ist Burnout eine etwas zu groß ausgefallene Demo-Version. Das macht aber nichts, denn die Wahrheit liegt auf der Strecke. Wenn man erstmal angefangen hat, mit Vollgas auf die Strecke zu gehen und dabei immer nur knapp dem Verkehr ausweicht, dann fängt das Herz automatisch an zu rasen. Man umklammert den Controller und fängt an, sich unfassbar zu konzentrieren. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Das war knapp. Und dann plötzlich kommt ein anderes Auto, plötzlich wie aus dem Nichts, und es macht Rums. Alles kommt zum Halt und wir sehen den fürchterlichen Unfall, der noch nicht ganz an die Zerstörungsorgien späterer Teile heranreicht. Aber die wertvollen Sekunden, die wir verlieren, tun einem einfach in der Seele weh und man verflucht diese idiotischen KI-Sonntagsfahrer. Und diese beschriebenen Gefühlsausbrüche und Anspannung vermittelt Burnout konstant. Nicht mehr und nicht weniger. Ein einzelnes Rennen dauert super lang. Später gibt es sogar noch Marathonrennen, die noch länger dauern. Und außer am Anfang muss jedes Rennen eines Wettbewerbs aus je 3 Rennen gewonnen werden. Dank klassischer Gummiband-KI kommt da natürlich schnell Frust auf. Gerade bei einem Spiel, wo unvorhergesehene Dinge regelmäßig passieren können. Man kann noch so gut fahren, wenn man mit Vollgas über eine Kreuzung brettert und ein LKW blockiert gerade die ganze Fahrbahn, da gibt es einfach nichts mehr auszuweichen. Wenn dies kurz vor Schluss passiert, nachdem man minutenlang perfekt durch den Verkehr geschlängelt ist, dann will man das Gamepad einfach nur noch an die Wand pfeffern. Wer aber den puren Burnout-Kick ohne sonstige Gameplay-Extras sucht und die Flimmeroptik ertragen kann, der ist auch heute noch mit Burnout gut bedient. Ich hatte in meiner Anspiel-Session auf jeden Fall einen ordentlichen Adrenalinkick und das Geschwindigkeitsgefühl war weitaus höher als zum Beispiel bei Extreme G Racing 3 vom vorletzten Monat. Wow! Einfach nur wow! Ich hätte nicht gedacht, dass mich Civilization 3 derart vor dem Monitor bannen würde. Ich bin Civ-Spieler der ersten Stunde. Eines meiner allerersten Spiele für den PC war das Ur-Civilization für meinen 386er DOS-PC. Worüber ich auch schon mal vor Jahren ein eigenes Video gemacht habe, Link in der Beschreibung. Und aus genau dieser Nostalgie heraus besitze ich nahezu jeden Teil der Reihe. Bis auf die ganz neuen. Aber richtig lang und ausdauernd habe ich keinen mehr gespielt. Am längsten noch Civilization Call to Power. Teil 2 besaß ich gar nicht erst. Und Civilization 3 befindet sich in meiner Sammlung in Form der PC Games Heftbeilage aus der Ausgabe 10 2005. Mehr als ganz kurz reingespielt, 2 bis 3 Städte gegründet, habe ich es bis heute nie. Für meine Rückblickreihe habe ich mich nun endlich mal konzentriert rangesetzt und bin einfach perplex, wie viel Zeit ich in dieses Spiel investiert habe. Ruckzuck war das alte Zeitfresserphänomen von nur noch eine Runde wieder da und ich spielte wie im Rausch. Wollte nicht mehr essen oder sonstige Haushaltspflichten erledigen. Nur noch eben die eine Stadt an der Grenze zu den Azteken gründen. Nur noch auf das Bau des nächsten Weltwunders warten oder meine Städte gegen die expansionistischen Engländer verteidigen. Und schon sind viele, viele Stunden am Stück vergangen.
Ich habe 2 komplette Partien auf kleinen Karten durchgespielt und mich wirklich wesentlich länger mit dem Spiel beschäftigt, als ich ursprünglich geplant hatte. Und so viel Spaß dabei gehabt, dass es eine einzige Freude gewesen ist. Klar, ich hätte auch schon früher sehr viel Spaß mit Civ 3 haben können, hätte ich die Anfangsschwelle, mich 1 bis 2 Stunden konzentriert mit dem Spiel zu beschäftigen, überwunden. Denn Civ 3 vereint das klassische Spielprinzip und reichert es mit sehr guten Neuerungen an. Wie den eingeblendeten Grenzen meines Reiches, die sich am Kulturstatus meiner Nation ausrichten. Das verstärkt das Konkurrieren mit den Gegnern ungemein, weil man ganz klar die jeweiligen Einflussbereiche sehen kann. Und wenn die Stadt einer anderen Nation zu einem wechseln will, weil sie von unserer Kultur so begeistert ist, dann ist das ein wesentlich befriedigenderes Gefühl, als die Stadt militärisch einzunehmen. Verstärkt wird das Ganze auch dadurch, dass Krieg zu führen wesentlich schwieriger geworden ist als in den Vorgängern. Eine feindlich eingenommene Stadt ist zum Beispiel einfach erstmal mehrere Runden richtig pissig, weil die Bevölkerung natürlich nicht einfach so seine Identität aufgeben möchte. Also muss man bewaffnete Truppen da lassen. Spielkonzepte wie Korruption und Unzufriedenheit spielen hier ebenfalls mit rein. Städte, die weit von der Hauptstadt entfernt sind, funktionieren zum Beispiel wesentlich ineffizienter, weil es keine so große Dazugehörigkeit zur Nation gibt. Verbessern kann man dies zum Beispiel durch den Bau von Straßen oder Hafenanbindungen oder den Bau eines Gerichtsgebäudes. Letztlich hat es zur Folge, dass man nicht einfach Stadt um Stadt gründet und auch nicht einfach so beim Gegner einfällt. Das ist auch der Punkt, der mir beim Spielen am meisten Spaß gemacht hat. Nämlich, dass es viel sinnvoller ist, im Frieden mit den anderen Nationen zu agieren. Auf den kleinen Karten, die ich gespielt habe, ist relativ schnell alles Land besiedelt. Neue Städte bekommt man dann nur noch, wenn man sie einer anderen Nation wegnimmt. Wenn man technologisch nicht überlegen ist und so keine übermächtigen Einheiten hat, ist es ein sehr schweres Unterfangen, da man die Produktion seiner Städte voll auf Krieg umstellen muss. Am besten auch noch gleich eine ineffizientere Staatsform, damit die Bürger gegen den Krieg nicht revoltieren. Kultureller Fortschritt ist so nur noch schwerlich möglich und das Wachstum der eigenen Städte kommt beinahe zum Erliegen. Auch weil ständig Gegner durch das Land marschieren und die Baueinheiten entweder vertreiben oder gar gefangen nehmen. Nicht zu vergessen das fürchterliche Brandschatzen. Es macht einen einfach fertig, wenn der Gegner innerhalb einer Runde eine Eisenbahnschiene zerlegt, die meine Arbeiter vorher rundenlang gebaut haben. Krieg ist in Civ 3 nicht schön. Vielleicht, wenn man seine ganze Kapazität auf die Kriegsführung legt und mit einer entsprechend expansionistischen Nation spielt, aber für mich war Krieg mit den anderen Nationen einfach nur schlimm. Wie in echt eben. In der einen Partie zum Beispiel haben die Azteken und die Römer auf dem Kontinent, auf dem ich auch beheimatet war, um eine Küstenlinie gekämpft. Ich selbst war mit der Ausbreitung meiner Nation im Hintertreffen. Auch wenn alles sehr gut ausgebaut war, bin ich doch Runde für Runde zurückgefallen, weil die anderen einfach über mehr Platz verfügten. Da musste ich meine Chance nutzen und habe in den Konflikt eingegriffen, um die Städte auf meinem Kontinent für mich einzunehmen. Frei nach dem Motto, wo 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Leider gab es einen 4. Die expansionistischen Engländer, die ihre militärische Stärke nutzten, um die gerade von mir eroberten Küstenstädte anzugreifen. Die nächsten Jahrzehnte waren ein harter Verteidigungskampf gegen die Engländer, die zuerst versuchten, mit Landeinheiten gegen mich vorzugehen. Dort konnte ich sie mit technologisch ebenbürtigen Einheiten gut zurückschlagen. Doch dann wechselten sie leider ihre Strategie und besannen sich auf ihre mir überlegene Seestreitmacht. Ein kompletter Küstenstreifen wurde von ihnen mit einem Bombenhagel vom Meer aus eingedeckt und ich hatte keine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Am interessantesten war es, dass ich eine Runde vor Kriegsausbruch das Spiel versucht habe zu laden, um die Engländer durch Verhandlungen friedlich zu stimmen. So bot ich Gold, Handelswaren und Technologie, um ihre Kriegslust zu besänftigen und sich vom Einmarsch auf meinen Kontinent abzuhalten. Die Antwort war niederschmetternd. Das passt nicht in unsere aktuellen Pläne. In dem Moment hat das Spiel es wirklich geschafft, mich glauben zu machen, es nicht mit einer einfachen Computer-KI zu tun zu haben. Jetzt war es persönlich. Diese raffgierigen, expansionistischen Engländer wollen den Krieg um jeden Preis. Aber auch für die Engländer war der Kampf gegen mich bestimmt kein Spaß. Die ganzen Schiffe und Einheiten, die sich an meiner Küste aufrieben, haben auch die Engländer in ihrer Entwicklung gebremst, ohne nennenswerten Gewinn. Weil sie es nicht geschafft haben, auch nur eine Stadt zu erobern. Am Ende schlossen wir dann einen Friedensvertrag und gingen wieder unserer Wege. Niemand hatte gewonnen, aber beide verloren. Am Ende gewannen die Azteken diese Partie, die ein Raumschiff nach Alpha Centauri schickten.
Vielleicht würden mir die Nachfolger noch besser gefallen, aber Civ 3 hat mir jetzt gerade sehr gut gefallen. Es ist ein Spiel für die einsame Insel. Es ist gar nicht mal so komplex und bietet durch seine verschachtelten Systeme gerade so viel spielerische Möglichkeiten, dass jede Partie ihren eigenen Charme hat. Sei es durch die Wahl der Spielstrategie mit seinen unterschiedlichen Siegbedingungen, die Eigenarten der gewählten Nation bzw. der gegnerischen Nation oder die tolle übersichtliche Steuerung, wo das meiste wirklich direkt auf der Karte erledigt bzw. gesehen wird. Die Einarbeitung dauert nicht lange und bietet im fortgeschrittenen Spiel viele Nuancen, die man entdecken kann. Für mich ist Civilization 3 eine richtige Entdeckung innerhalb meiner Spielesammlung gewesen. Nie hätte ich gedacht, dass ich nochmal so viel Spaß haben würde mit einem Civilization, wo ich ungeduldig auf die Zeitfenster am Tag warte, um endlich wieder spielen zu können. Wo ich schon, während ich mit anderen Dingen beschäftigt bin, meine nächsten Züge plane, um mein Reich weiter auszubauen. Toll, toll, toll! Zündung. Kommen wir als nächstes zu Pool of Radiance Ruins of Mythdrenor, einem Rollenspiel in einer isometrischen Perspektive und ganz vielen rundenbasierten Kämpfen. Entwickelt von den Stormfront Studios, die, lustige Anekdote am Rande, ebenfalls ein Spiel entwickelt haben, das Stronghold hieß. Aber nicht die Burgenbausimulation aus dem letzten Monat, sondern dem, laut Wikipedia, ersten Echtzeitstrategiespiel in 3D. Und ganz nebenbei sind sie verantwortlich für das erste grafische MMORPG der Geschichte, Neverwinter Nights. Ein Spieltitel, der ebenso wie Strongholds auch nochmal wiederverwendet worden ist. Aber genug mit den Fun Facts. Pool of Radiance wurde in den Zeitschriften vor 20 Jahren in den Vorschauberichten gerne als Konkurrenz zu den Rollenspielen mit der Infinity Engine dargestellt. Also Baldur's Gate 1 und 2, Icewind Dale und Planescape Torment. Doch nichts könnte falscher sein. Ich glaube, dies ist auch der Grund, warum es in den Bewertungen und Verkäufen so schlecht abgeschnitten hat. Denn Pool of Radiance ist im Vergleich ein deutlich langsameres Spiel. So laufen die Kämpfe schon mal nicht in dem sehr flotten, pausierbaren Kampfsystem ab, wie in den vorher genannten Titeln, sondern in einem viel behäbigeren, rundenbasierten Kampfsystem, das auf den Initiativewerten der Charaktere beruht. Und wo gerade Planescape Torment mit einer fantastischen Spielwelt, Story und Charakteren gepunkten hat, gibt es im Pool of Radiance eine gesichtslose Party, die einzig und allein durch ihre Klassen und damit verbundenen Fähigkeiten unterschieden wird. Es will eben eine spirituelle Fortsetzung zu den früheren Goldbox-Spielen von SSI sein, die das Spiel auch in Auftrag gegeben haben, nur während der Entwicklung von Ubisoft gekauft worden sind. Da ich nie einen Goldbox-Titel gespielt habe, kann ich nur mein angelesenes Wikipedia-Wissen und den tollen Stay Forever Podcast zu Pool of Radiance als Referenz benennen. Aber soweit ich es verstehe, sind die Goldbox-Spiele Titel gewesen, die versucht haben, die klassische Rollenspielerfahrung von Dungeons & Dragons am Tisch mit Freunden auf dem PC zu übertragen. Also Charaktergenerierung durch Würfeln und dann sich durch Dungeons schlagen und Schritt für Schritt im Level aufsteigen, um irgendwann den Boss am Ende zu besiegen. Und genau das bietet, zumindest soweit ich gespielt habe, auch der spirituelle Nachfolger im Geiste. Zu Beginn können wir uns eine Party aus 4 Helden zusammenwürfeln oder auf vorgefertigte zurückgreifen. Mit diesen werden wir dann direkt in die Spielwelt reingeworfen, in der ein neuer Pool des Bösen in Neuflaan erwacht ist und nun versiegelt werden soll. Unsere Truppe ist dabei nicht die erste, sondern die zweite Wahl, da der erste Heldentrupp bereits gescheitert ist. Das Spiel beginnt in einer recht schicken Oberwelt mit vorgerenderten Hintergründen, aber 3D-beschleunigten Charaktermodellen. Sogleich wird viel gekämpft und nach kurzem Hin und Her bekommen wir auch schon das Passwort, um den ersten großen Dungeon betreten zu können. Und der ist wirklich gigantisch und muss auch mehrmals wieder betreten werden, da dieser nicht einfach linear durchlaufen wird, sondern gleich mehrere Geheimnisse verbirgt. So viel sei verraten, in meiner Anspielsession habe ich kein einziges davon gelöst.
Wer auf die Charakterentwicklung von Dungeons & Dragons steht, also langsame Progression, das komische Ausruhen, um Lebenspunkte zu generieren und sich Zaubersprüche zu merken, sowie das ständige Danebenhauen in der Anfangsphase, der kann hier durchaus einen genaueren Blick riskieren. Die Spielerfahrung ist in der Hinsicht sehr pur, darauf ausgelegt, mit seiner Heldentruppe loszuziehen, Kämpfe zu schlagen und ganz langsame Progression in der Charakterentwicklung zu haben. Dafür werden endlose Gänge in kargen Dungeons erforscht. Und es ist echt harte Arbeit. Ich kann durchaus die Faszination dahinter begreifen und bin dem auch nicht ganz abgeneigt. Gerne würde ich größere Gegner im späteren Spiel sehen und würde dann die mächtigeren Talente meiner Helden, Heldinnen einsetzen, aber leider ist mir das zu zeitaufwendig. Für Pool of Radiance, Ruins of Mistrenor benötigt man die Ruhe und die Zeit eines Zen-Meisters. Alles ist behäbig und dauert länger als nötig. Es hat daher seinen ganz eigenen Reiz und belohnt sicher auch den Ausdauernden. Aber ich habe leider nicht die Zeit für diese Form der Ausdauer zur Verfügung. Das nächste Spiel wartet schon. Bevor wir zu dem wechseln, möchte ich noch kurz eine Empfehlung für die Website rpgguides.de aussprechen. Link in der Beschreibung, wo es einen ganz tollen Guide zum Spiel gibt. Mir hatte schon das Lesen allein viel Spaß gemacht und dann noch einen Hinweis technischer Natur. Ich hatte nämlich das Problem, dass die Charaktermodelle im Spiel falsch dargestellt werden. Lustigerweise nicht im Tutorial-Level. Dies hängt wohl damit zusammen, dass das Spiel für Voodoo-Karten damals optimiert war. Jedenfalls kann man mit dem Tool Voodoo GX die notwendigen Einstellungen und Anpassungen vornehmen, die dieses Problem beseitigen. Vorher sind die Charaktere nur als Strichmännchen dargestellt worden, was eigentlich nur dann zum Einsatz kommt, wenn die Figuren hinter Gegenständen bzw. Wänden verschwinden. Technische Tipps zu alten Spielen und wie man sie auf modernen Systemen zum Laufen bringt, lassen sich vielfach auf der Seite PC Gaming Wiki finden, wo ich in den letzten Monaten schon ein paar Mal fündig geworden bin, auch hier ein Link in der Beschreibung. Aber nun wirklich zum nächsten Spiel. Aquanox ist wieder einer dieser Titel, wo ich mich mehr mit der technischen als mit der spielerischen Seite beschäftigt habe. So hatte ich eigentlich geplant, meinen guten alten Trustmaster Joystick für dieses Spiel zu entstauben, da es ja ein bisschen wie ein Weltraumspiel ist, nur eben unter Wasser. Die Einstellungen sind aber leider sehr unkomfortabel gelöst. Plug and Play ist schon mal gar nicht, da die wenigsten Knöpfe und nicht mal die Joystick-Bewegungen automatisch konfiguriert wurden. Lediglich das Neigen bzw. seitliche Drehen wurde automatisch erkannt. Und das Menü für die Einstellung ist alles andere als intuitiv, da es verschiedene Menüs für die Knopfbelegung und Bewegungsrichtungen gibt. Dazu muss man sich auch noch mit der Intensivität der Stickbewegungen auseinandersetzen und muss dafür auch immer wieder zurück ins Hauptmenü. Mit der Maussteuerung ist es übrigens nicht viel besser, da man auch hier an der Sensibilität rumschrauben muss, um vernünftig zielen zu können. Diverse Einträge in Foren zeigen, dass es nicht nur mir so ging. So gibt es wohl extra Patches, die die Mausbewegung extra verlangsamen, da es sonst sprungartiges Zittern gibt. Echt schade. Und muss, glaube ich, auch nicht so sein. Ich meine, mich erinnern zu können, den Joystick mal für Starlancer benutzt zu haben, was noch älter ist, und da hatte ich solche Probleme nicht. Im Gegenteil. Da habe ich den Stick angeschlossen, kurz die Tasten belegt und ab ging die Action. Steigt man dann in die Kampagne ein, wird man erstmal vom Helden des Spiels, Deadeye Flynn, zu Tode gequatscht. Das soll sicherlich dafür sorgen, dass wir uns in die Unterwasser-Sci-Fi-Welt einfinden und dann auch noch als Überleitung der Story aus dem Vorgänger Schleichfahrt. Aber das hätte man auch deutlich besser lösen können. Zum Beispiel mit einer optionalen Textzusammenfassung, was passierte im Vorgänger. Dann hätte man gleich in die Handlung einsteigen können und müsste sich nicht das ganze Geschwafel anhören. Zumal der Plot super simpel ist. Flynn geht in eine Kneipe und sein Boot wird geklaut. Nun muss er Anfängerjobs in einem schlechten Boot ausführen, um an Kohle zu kommen. Erzählt wird es auch wieder in super geschwätzigen Dialogen, die das Unterwasserkolorit einfangen sollen. Ich habe aber schon nach der zweiten Mission angefangen, diese wegzuklicken. Zumal die Gespräche auch fast nicht inszeniert sind. Es gibt lediglich starre Charakterporträts, die zwar gut gezeichnet sind, aber eben starr. Die Stimmen sind dafür gut gewählt. Aber was sie zu sagen haben, ist oft einfach sterbenslangweilig. Und man will einfach nur zur nächsten Mission. Dort sieht das Spiel dann gleich viel besser aus. Das Gefühl, unter Wasser zu sein, stellt sich sofort ein und gleichzeitig ist alles farbenfroh, mit cooler Unterwasserarchitektur und Lichteffekten. Ein echt hübsches Spiel. Wie gesagt, haben mich die Steuerungsprobleme gleich zu Beginn ziemlich rausgerissen. Ich bin dann nochmal zur Maus-Tastatursteuerung gewechselt und habe ein bisschen weitergespielt,
Aber auch bei Aquanox wollte der Spielspaßfunke nicht so richtig überspringen. Story, Steuerung, Spieleinstieg, alles mehr ist mir einfach zu mühsam, um noch mehr Zeit zu investieren. Kommen wir nun zum Echtzeit-Strategiespiel Battle Realms, einem Echtzeit-Strategiespiel von Ed Castillo, dem Producer der ersten beiden Command & Conquer Spiele. Ich habe meine Version mit dem Kompatibilitätsmodus unter Windows ohne Probleme zum Laufen gebracht. Battle Realms spielt in einem Fantasy angehauchten japanischen Setting, was vor 20 Jahren scheinbar gerade in gewesen sein muss, wenn ich da an Throne of Darkness aus dem letzten Monat zurückdenke. Battle Realms ist ein ziemlich interessantes Echtzeit-Strategiespiel, das einige Dinge anders macht als die klassischen Genre-Vertreter jener Zeit. So schon mal die Zahl der Einheiten deutlich reduziert. Mehr als 40 Einheiten pro Seite befinden sich nie auf dem Schlachtfeld. Und alle generieren sich aus der gleichen Ressource, nämlich Bauern. Es werden nämlich keine Einheiten in Gebäuden generiert, sondern lediglich Bauern zum Trainieren geschickt. Aber fangen wir am Anfang an. Wir spielen Kenshin vom Clan der Schlangen und kehren in unsere Heimat zurück, wo wir gleich vor Beginn der ersten richtigen Mission uns entscheiden können, den Bauern im Dorf zu helfen, die gerade von Banditen überfallen werden, oder die Banditen dabei zu unterstützen, die Bauern zu plündern, wodurch wir uns für einen der Kampagnenwege entscheiden können. Auch im weiteren Spielverlauf gibt es immer mal wieder Möglichkeiten, sich für die unterschiedlichen Wege zu entscheiden. Die Ökonomie im Spiel funktioniert wunderbar einfach. Es gibt insgesamt zwei Ressourcen zum Sammeln, Reis und Wasser. Also schicken wir einen Bauern zum Reisernten und einen weiteren zum Sammeln von Wasser aus einem Teich. Ein dritter kann jetzt bei Bedarf noch die Reisfelder wieder mit Wasser versorgen und schon ist ein kompletter Kreislauf geschlossen. Zum Bau von Gebäuden und Trainieren von Einheiten werden die Ressourcen wieder verbraucht. Neue Bauern werden durch den Bau einer Hütte und den Ablauf von Zeit automatisch generiert. Wobei mit jedem neuen Bauern die Zeitspanne für das Entstehen eines neuen verlängert wird. Wie zu Beginn schon gesagt, kann man maximal 40 Bauern überhaupt befehligen, womit jede Einheit von Belang ist. Schicken wir einen Bauern ins Dojo, wird er zum Lanzenträger. Schicken wir ihn in die Schießanlage, wird er zum Bogenschützen. Ein sehr cooler Kniff sind die Kombinationsmöglichkeiten. Denn schicken wir den trainierten Lanzenträger in die Bogenschießanlage, wird aus ihm ein Drachenkrieger. Ein mächtiger Nahkämpfer, der aber auch über einen magischen Fernkampfangriff verfügt. Sehr cool. Nicht zu vergessen die Yin- und Yang-Punkte, die sich durch gewonnene Schlachten gewinnen lassen. Diese werden benötigt, um seine Einheiten verbessern zu können. So bekommt man durch den Einsatz von Yin-Punkten für die Speerträger zum Beispiel eine erhöhte Angriffskraft oder sie können mehr Schaden einstecken. Hierdurch wird offensives Vorgehen belohnt, da man Upgrades nur bekommen kann, wenn man auch kämpft. Gleichzeitig sollte man den Gegner möglichst keine leichten Siege schenken, da er sonst ebenfalls Punkte sammelt. So sind durch wenige spielmechanische Elemente schon richtig viele Kombinationen möglich. Dazu die Heldencharaktere, echtes 3D-Terrain, das sich auch strategisch ausnutzen lässt, indem man zum Beispiel Felskugeln Abhänge herabräumen lässt oder Reisfelder und Gebäude in Brand setzt. Alles sorgt für richtig viel Abwechslung bei den Kämpfen. Durch die geringe Einheitenzahl bleibt aber alles noch so überschaubar, dass es gut spielbar bleibt. Ein richtig schickes Echtzeit-Strategiespiel. Aber dennoch wollte für mich der Funke nicht so richtig überspringen. Durch die viel zu nahe Kamera spielt sich das Ganze doch recht mühsam. Alle Links im Internet zu eventuellen Patches, die an der Auflösung und dem Zoom drehen, waren leider mittlerweile defekt. Auch die Heldenfähigkeiten haben sich nicht so nachvollziehbar für mich angefühlt und das Trainieren der Bauern in den Gebäuden fühlt sich nicht so intuitiv an, wie das in Reihe produzieren in vergleichbaren Spielen. Vielleicht würde der Funke noch überspringen mit mehr investierter Einarbeitungszeit oder den Spielen der Zen Edition auf Steam mit höherer Auflösung. So bin ich doch ein wenig enttäuscht von Battle Realms. Und denke die ganze Zeit, ich könnte ja auch Warcraft 3 spielen, das relativ viele Ähnlichkeiten zu Battle Realms aufweist, aber eben deutlich besser spielbar ist und ein halbes Jahr später erschienen ist. Mein Fazit, Battle Realms ist bestimmt ein interessantes Spiel, aber ich werde nicht noch länger reinspielen. Einverstanden. In mir findet ihr euren Meister! Das ist ein Tor! Mit Red Alert 2 habe ich zugegebenermaßen ein wenig geschummelt. Denn das Hauptprogramm stammt eigentlich noch aus dem Oktober 2000. Aber in den Ausgaben 12/2001 wurde das Add-on, Yuris Rache, getestet.
Aber warum sollte ich das Add-on anspielen, wenn auch das Hauptprogramm noch auf meinem Pile of Shame liegt? Daher seht ihr hier Command & Conquer Red Alert 2. Oder wie damals vielfach in der deutschen Fachpresse genannt, Command & Conquer 4 Alarmstufe Rot 2. Red Alert 2 hat mir echte Probleme bereitet. So ließen sich meine Original-Disks nicht mehr installieren, da die modernen Windows-Versionen irgendeine Funktion nicht mehr enthalten, die vom Kopierschutz abgefragt wird. So startet die Installation gar nicht erst und nach meiner Recherche gibt es auch keinen Patch dafür. Den besten Tipp, den ich finden konnte, für Windows 10 Nutzer im Jahr 2021, um die alten Disks ans Laufen zu bringen: Macht ein Foto von euren CDs samt Key und schreibt dem EA Kundensupport. Von daher spiele ich nun die Origin-Version. Den Client zu installieren ist easy und die Dateien liegen alle auch normal auf der Festplatte. Wichtig, um in die INI-Datei zu kommen, in der sich sehr komfortabel die Auflösung anpassen lässt. Mir gefallen am besten die 720p, da hier die Figuren nicht zu fitzelig werden. Allerdings hatte ich zu Beginn tierische Performance-Probleme. Die Framerate war unterirdisch, aber auch hier fand ich nach längerer Suche Hilfe. Was auch wieder mit ein wenig Editierarbeit in der INI-Datei und Anpassungen im Kompatibilitätsmodus von Windows sowie dem Origin-Client zu bewerkstelligen war. Alles lief dann wie gewünscht und so spielte ich die ersten Missionen. Doch leider konnte ich kein Gameplay aufzeichnen. Außer einem schwarzen Bildschirm mit Ton oder der Desktop-Oberfläche mit Ton brachte mein Programm nichts zustande. Auch hier versagte Red Alert 2 mir also den Dienst. Hier hätte ich am liebsten aufgegeben, denn ehrlich gesagt, so toll ist Red Alert 2 nun auch nicht. Aber nach nur 2 Tagen Recherche zum Thema habe ich im Kommentarbereich zu einem YouTube-Video, das erläutert, wie man den Fenstermodus des Spiels einstellen kann, den entscheidenden Hinweis gefunden. Und zwar muss man ein Zusatzprogramm für Direct Draw installieren. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber durch Magic wird die DirectX-Schnittstelle dadurch so bedient, dass mein Programm für die Gameplay-Aufnahme nun das Spiel findet und, wie ihr sehen könnt, Gameplay aufzeichnet. Yippie! Ehrlich gesagt war das Gefummel am Spiel spannender als Red Alert 2 selbst. Ich hatte der Serie eigentlich schon mit dem Vorgänger abgeschworen und bin ganz klar ein Vertreter der Warcraft-Linie. Das erste Command & Conquer und Alarmstufe Rot habe ich noch gerne gespielt, wenn auch nie durch. Klar fand auch ich damals die Videosequenzen extrem beeindruckend. Aber wir hatten ja auch nichts damals. Red Alert 2 war dann schon bei Erscheinen sehr altbacken und das hat sich natürlich nicht verbessert. Die Steuerung der Einheiten finde ich im Vergleich zum damaligen Konkurrenten extrem unhandlich. So verhalten sich die Einheiten einfach immer sehr dumm, wenn man nicht haarklein vorgibt, wen und wo sie wen angreifen sollen. Und das Mission-Design ist auch ziemlich unterwältigend im Vergleich. Dafür schafft man die Maps in sehr kurzer Zeit, 10 bis 15 Minuten und auf zur nächsten Karte. Das macht es wiederum zu einem schön verdaulichen Snack. Wo ich bei anderen Echtzeit-Strategiespielen echt überlegen, meine Einheiten gut positionieren und ausgeglichene Truppenverbände zusammenstellen muss, gehe ich hier einfach in die Produktion, baue einen angemessenen Haufen unterschiedlicher Einheiten, ziehe einen Rahmen drumrum und los geht's zum Feind. Mein Fazit: schnell, trashig und leicht bekömmlich. Aber es wird wohl weiterhin von mir nicht durchgespielt werden. Dann doch lieber nochmal die ersten beiden Teile. Wer sich für die Technikprobleme interessiert, findet Hinweise in der Videobeschreibung. Und zum Abschluss in diesem Monat, der Heilige Gral. Ich habe es ja schon öfter erzählt, wie ich vor etwas über 20 Jahren meine erste PlayStation 2 gekauft habe, um einen DVD-Player zu haben. Nebenbei Gran Turismo im Bundle für mich entdeckte und plötzlich, ohne es so recht geplant zu haben, eine Spielkonsole besaß. Eigentlich war ich bis dahin ein reiner PC-Spieler gewesen. Klar kannte ich ein paar Konsolenspiele, aber nur von Freunden. Eine eigene hatte ich nie. Und dann erschien ein Nachfolger zu einem meiner liebsten PC-Spiele. Grand Theft Auto 2 habe ich wirklich lange und ausgiebig auf dem PC gespielt. Und die Nachricht, GTA 3 würde das offene, actionreiche Spielprinzip von der zweidimensionalen Draufsicht ins 3D transferieren, hat mich schon viel fantasieren lassen, wie das so sein könnte. Ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, dass das viel zu ambitioniert sei und die Entwickler scheitern werden. Die sollen mal lieber schön beim 2D bleiben.
Bei den Echtzeitstrategiespielen klappt das ja auch nicht so gut mit diesem 3D. Nee, nee. Schuster, bleib mal lieber bei deinen Leisten. Aber nun hatte ich ja diese Konsole und auch ein bisschen Geld durch den ersten eigenen Job. Also ab in den nächsten Karstadt. Und da habe ich mir ohne Vorab-Testberichte oder sonstige Informationen zu GTA 3 das Spiel gekauft. Nur um zu sehen, wie das 2D-Spiel wohl in 3D aussehen würde. Und BAM! War das geil. Allein die filmische Inszenierung am Anfang, wo wir verraten werden wie in Payback, die Brücke in die Luft gejagt wird und wir mit einem Mal wie in einem Rennspiel in einer offenen Welt davonfahren dürfen. Ich dachte echt, ich habe gerade die Zukunft gesehen. Hier bei mir zu Hause auf der Couch, vor meinem Röhrenfernseher, dachte ich, die Zukunft ist jetzt. Diese kleine Zauberkiste neben meinem Videorekorder zaubert eine echte Stadt auf meinen Fernseher, in der ich tun und lassen kann, was ich will. So ungefähr ist es für mich damals gewesen. Zumindest in meiner Erinnerung. Als ich GTA 3 heute eingelegt habe, war mir schon klar, dass es sich nicht mehr so anfühlen wird. Viel zu groß waren die Sprünge, die jeder weitere Teil bis zu GTA 5 gemacht hat. Tatsächlich finde ich, dass GTA 5 erst das einlöst, was ich damals auf dem Sofa gedacht habe. Aber damals war GTA 3 schon so beeindruckend, dass man das damals nicht gemerkt hat. Ehrlich gesagt finde ich es sogar ganz schön erstaunlich, dass ein Spiel wie GTA 3, das technisch und spielerisch derart wegweisend gewesen ist, nun 20 Jahre später mit so viel Verständnis betrachtet werden muss, um seine Großartigkeit noch wertschätzen zu können. Keiner, der einen der Nachfolger gespielt hat, kann GTA 3 einlegen und so richtig Spaß haben, weil einem einfach zu viele Dinge fehlen. So ist die Steuerung im Großen und Ganzen, sagen wir, scheiße. Die Animationen sind viel zu zappelig und abgehakt. Schießen und Zielen funktioniert erstmal gar nicht. Und die Autos fahren sich wie Badewannen. Das Schlimmste aus meiner Sicht ist aber die Haltbarkeit der Autos. Also ich wusste noch, dass die relativ schnell kaputt gehen, dass sie zum Beispiel kurz nachdem man sie aufs Dach gelegt hat explodieren, aber dass sie wirklich bei jeder kleinen Berührung ganze Karosserieteile verlieren und nach 5 bis 6 Berührungen anfangen zu qualmen, nur um kurz darauf anfangen zu brennen, das hatte ich so wirklich nicht in Erinnerung. Das macht das Spielen vor allem sehr viel schwieriger, weil man nicht wie in späteren Teilen einfach mal mit Vollgas durch die City fährt, sondern echt aufpassen muss, um mit seinem Gefährt halbwegs heil am Ziel anzukommen. Und Verfolgungsjagden sind dadurch ruckzuck vorbei, weil einem ständig das Auto unterm Arsch explodiert. Zudem sind die Zwischensequenzen in den Missionen längst nicht so ausgefeilt wie in den späteren Teilen. Gerade der stumme Hauptcharakter ist einfach nur lame. Aber eben nur im Vergleich. Als das Spiel rausgekommen ist, gab es kein Spiel wie GTA 3. Alle Kritikpunkte ergeben sich nur aus heutiger Sicht und im Vergleich zu seinen eigenen Nachfolgern. Aus meiner Sicht muss man GTA 3 heute nicht mehr spielen. Für eine kleine Nostalgie-Stadtrundfahrt ist es okay. Jeder erinnert sich zum Beispiel bestimmt an den Banji im Autohaus beim Schrottplatz. Aber spielerisch macht es echt nicht mehr so viel Spaß. Um die Faszination von GTA 3 zu verstehen, muss man dabei gewesen sein. Ich war's und deswegen wird der dritte Teil auch immer einen Platz in meinem Zockerherzen haben.